uns heute mal ein paar Herrenkarten gezaubert. Das macht man viel zu selten. Und deswegen habe ich mir gedacht, heute muss das endlich mal. Wir zeigen euch jetzt mal, wie das gemacht wurde. Bleibt dran, viel Spaß. Ich möchte heute mal ein paar Herrenkarten gestalten mit dem Set, was es bei oder von La Blanche, bei La Blanche jetzt gab, bei HSE zum Beispiel. Ich habe mir dieses Mal aber nicht das ganze Set gekauft. Ich habe mich dazu durchgerungen, dieses Mal einfach mal zu warten, ob das Ganze auch vielleicht im Shop bei ihr zu kaufen ist. Da kann man dann die Blätter zum Beispiel einzeln kaufen. Ich habe mir jetzt einfach bloß ein paar einzelne genommen, dass man mal basteln kann. Diese hier fand ich toll für die Karten. Und ab und zu mal, dass ich auch mal ein ganzes Blatt verwenden kann, aber keine 12 Dinger davon. So, und da habe ich mir jetzt gedacht, aus diesen kleinen, hier hinten ist ja schon 15x15, so ungefähr, oder 16x16 ist das hier, glaube ich, ausgestellt, dass man das so machen kann. Dann habe ich mir natürlich diese gelaserten Ornamente damit zugestellt, weil die immer toll sind als Deko. Und ich habe mir auch diese, wie heißen die jetzt, diese Schnittdinger hier mitbestellt, weil da jetzt diese tollen Anzüge drauf waren. Ich wollte jetzt mal gucken, ob das wirklich so einfach zu machen geht. Und meistens ist es ja so. Jetzt muss man sich nur diese Anzüge hier ausschneiden hinten. Jetzt muss man sich wieder entscheiden, will man so einen Vogel gerne haben oder will man so einen Anzug. Wir wollen diese mal Anzüge und Herren haben. Also müssen wir die Anzüge ausschneiden. So, ich habe mir dann jetzt erstmal alles ausgeschnitten, zurechtgeschnitten, diese Aufleger hier fertig gemacht. Da habe ich mir gedacht, da werden die Ränder einfach hier noch ein bisschen dunkler gestaltet. Kann man hier einfach mit Distress Oxide ein bisschen veraltern, das Ganze. Dann sehen die Schnittkanten nicht immer so doof aus, finde ich. Und dann kann man sich das alles ein bisschen zurechtlegen, wie man sich denkt, dass das vielleicht aussehen könnte. So, das soll jetzt hier praktisch mein Aufleger sein, das klebe ich einfach schon mal fest. Ich nehme dafür jetzt immer meinen Golden Fix Kleber, habt ihr bestimmt schon öfter gesehen. Der klebt immer alles super an Papier, kann man hinterher abrubbeln, wenn man zu viel Kleber drauf hatte, wie hier jetzt zum Beispiel so eine Stelle ist, kann man das später mal abrubbeln wieder, wenn man es nicht gut verteilt hat. Dann sind ja hier so tolle Rahmen dabei gewesen. Das finde ich immer wieder toll. Da habe ich mir auch extra solche Rahmenstanzen mal gekauft, dass man das immer wieder nachmachen kann. Macht man aber wirklich viel zu selten. Man hat dann die Stanzen und die Stempel dafür, um sich Rahmen und sowas zu machen. Und dann nimmt man doch immer die, die ausgestanzt sind, weil es viel einfacher ist. Ist einfach schon da. Die kann man jetzt ein bisschen prägen, damit das nicht so glatt ist alles. Von hinten prägen. Und dann ist das alles so ein bisschen dreidimensionaler, wenn man das jetzt hier mit Schaumklebepads aufklebt. Dafür habe ich mir dann auch diese Bilder ausgeschnitten aus den Streifen, die damit bei waren. Passen hervorragend hier hinter, kann man sich dahinter setzen. Und dann auch diese Anzüge hier, die muss man sich auch erstmal zusammenkleben. Dann brauche ich erstmal 3D-Klebepads. Kann man nämlich diese Rivere ein bisschen höher setzen. Das ist ja cool. Gucken, wie wir das am besten hinsetzen. Dass das hier so ein bisschen hoch steht. Man müsste natürlich auch den Kleber hier unten abmachen. Sonst klebt das nicht. Meine Güte. So, dann mal das hier so ansetzen. Zack. Die anderen noch. Kleber nicht vergessen. Unten kleben wir dann mit dem Klecks Kleber fest. Das ist ja raffiniert. Kleiner Klecks. So. So,
So, dann haben wir hier entweder eine Fliege, da gibt es so verschiedene, das kann man sich einfach zusammensetzen. Das Schöne an diesen Sets von La Blanche ist halt immer, dass alles passig ist. Jetzt kann man entweder diese Fliege nehmen, aber ich habe mir gedacht, hier die blaue passt vielleicht besser. Und war da jetzt noch irgendwas? Nee, einfach nur die Fliege. Setzt man die jetzt auch ein bisschen höher. Passt die Dinger nicht hinter. Ich gehe mal durchschneiden. Dann haben wir jetzt kleine Dreiecke gemacht. Dann kann man das Ding hier höher setzen. Na komm hier. Also kleine Dreiecke. Kann man das Teil irgendwo hin platzieren. So, dann haben wir schon mal den Anzug fertig. Dann gibt es noch so ganz kleine Stückchen, also da muss man wirklich aufpassen, dass man die nicht mit entsorgt, wenn man beim Ausschneiden ist. Dass man da so ein bisschen Taschentuch noch ranmachen kann hier an, ja, an die gedachte Tasche jetzt. Und dann kann man eigentlich das ganze Bild schon, Bild, das ergibt ja immer ein Bild, aber die ganze Karte zusammenkleben. So, diese Teil. Das wird jetzt richtig flach aufgeklebt, so habe ich mir das gedacht. Und den Rahmen, den setze ich jetzt wieder ein bisschen erhaben mit diesen Schaumklebepads, mit diesen kleinen hier. Das ist jetzt so ein bisschen höher steht, das Ganze. Das ist immer ein bisschen puzzelige Arbeit. Aber es sieht halt immer schön aus. Ja, dreidimensional. Ja. Ist nicht nur so ein einfaches flaches Ding, sondern eine dreidimensionale Karte. Ja. Und cool ist eben, man braucht sich da keine Gedanken machen. In dem Set ist alles drin, was man braucht. Wenn man sich so ein Set kauft, wie gesagt, ich habe hier ein paar einzelne Teile genommen. Und selbst die reichen noch aus, um da ein paar Karten mit zu gestalten. Und dann braucht man sich da nicht lange erst überlegen, stanze ich jetzt da was aus? Oder wo kriege ich jetzt noch eine Blume her? Oder sonst was, das alles mit drin. So, passe ich mir den Rahmen hier ein bisschen an. Zack. Sieht schon mal cool aus. Jetzt kommt da dann dieser Anzug hin. Kommt jetzt auch dreidimensional ein bisschen hier erhaben hin. Hätte ich jetzt auch größere Stücke nehmen können. Gibt ja immer schön diese Rollen, die man sich zuschneiden kann. Jetzt gucken. Erstmal das ankleben hier. Manchmal ist das ein bisschen, du musst gucken und schieben oder eben dir vorher einen Guck machen. Und diese Teil setzen wir dann halt später hin. Setzen wir auf der Seite das schon fest. Also hier rechts habe ich ja diese Kleber dran, hier oben und hier unten. Da wusste ich nämlich nicht genau, wo das hin soll. Da machen wir jetzt noch eins. Sieht doch, schon mal, das cool. Sieht doch schon mal cool aus. Also das sind immer wirklich schöne Sachen, ganz egal, welche Set man da sich besorgt. Und jetzt kommen da noch ein bisschen Blümchen oder Schnörkel oder so. Mal gucken. So, dann haben wir bei diesen ausgelaserten Teilen auch noch so tolle Blümchen mit bei. Die kann man sich jetzt da noch mit hinmachen. Finde ich auch immer wieder toll, dass sowas dabei ist. Muss ich jetzt auch wieder gucken, wo man sich da ein Pad hinmachen muss. Blume. Kleber. Und hier unten. Ja, ich muss erstmal gucken, hier. An dem Blatt hier. Wenn mir das nicht an den Finger klebt. So. Dann hat man eigentlich schon eine Karte fertig. Also mit diesen Teilen, das geht wirklich ruckzuck. Nur, dass man das immer also diese Streifen, die dabei sind, dass man das immer ausschneiden muss. Ich mag diese gelaserten Teile. Super gern, weil da alles schon fertig ist. Aber ansonsten geht das doch rucki zucki. Wahnsinn. Und man hat dann immer noch solche,
solche Deko, das ist mir aber zu viel bei so einer 15x15er Karte. Ist vielleicht bei einer größeren Karte angebracht, aber muss nicht immer so ganz viel sein, oder? Nee. So ihr Lieben, ich habe dann jetzt mal vier verschiedene gestaltet, alle ein bisschen anders angeordnet, aber theoretisch eigentlich auch gleich. Ihr könnt damit spielen, wie ihr wollt. Das sieht immer wieder schön aus. Man kann da nichts verkehrt machen bei diesen Sets. In diesem Sinne, bleibt weiterhin neugierig und schaut wieder bei uns rein, denn wir zeigen euch, wie es gemacht wird und das wie immer ganz, ganz einfach. Ohne viel Schnörkel, ohne viel Schnickschnack. Trotzdem schön. Edel. Schöne Karten. Muffin, Herrn. Wahnsinn.